Dresden Weekly. Wollte ich nochmal darauf hinweisen, Hacking jeden zweiten Mittwoch im C3D2 Hackerspace. Nächste wäre dann nächste Woche Mittwoch. Wer da Interesse hat, gerne vorbeikommen. Okay, dann zum Thema heute, Scripting mit C++. Sozusagen, ich will kurz beschreiben, was so meine Überlegungen sind, um der Suche zur besten Lösung dafür. Die erste Frage, die man sich natürlich stellen muss, warum überhaupt Scripting? Also man hat ja eigentlich C++, C++ ist doch eine schöne Sache, warum will man da überhaupt skripten? Da gibt es ein paar Anwendungsfälle. Einer der Anwendungsfälle ist, man hat ein komplexes Framework, wo die User, ohne das ständig neu zu kompilieren, einfach Änderungen vornehmen können. Also die Business-Logik in einem Skript auszulagern, ist ein Anwendungsfall. Ähnlich gelagert ist es mit so einer inneren Plattform. Also man bietet praktisch wie Excel eine eigene Plattform an oder Access, wo die Nutzer einfach ihre Skripte einfügen können, um die eigentliche Anwendung erst zu schreiben. Genauso für mathematische Berechnungen kann man das machen wie Mathematica, wo man letztlich erst durch die Eingabe des Nutzers die eigentlichen Aktionen triggert. Und wenn man es ganz genau betrachtet, ist eigentlich jedes System, was eine Nutzerinteraktion hat, schon ein Skript. Also wenn man sich vorstellt, man hat eine Shell, dann kann man dort Kommandos eingeben, aber man kann natürlich auch sofort anfangen zu skripten, wenn man das automatisieren will, was man in der Shell kann. Und dann hat man Bash und Bash ist schon wieder ein Skriptsystem. Gut. Für heute wollen wir uns auf einen bestimmten Anwendungsfall konzentrieren, und zwar das Twofold. Das Twofold ist eine Template-Engine. Also ist jetzt die erste Frage, was sind Templates? Gebe ich mal einen kurzen Abriss, was das macht. Was sind Templates? Templates sind letztlich umgekehrte Logiken. Also was nicht markiert ist, ist immer die Ausgabe. Und wenn ich Quelltext einbetten will, dann muss ich da rein die in Text packen. Ich habe hier ein paar Beispiele aus Ruby, aus der Ruby-Welt und PHP. Letztlich funktioniert das aber in jeder Template-Sprache so oder so ähnlich. Also zusammengefasst geht es bei Templates letztlich um den Fokuswechsel. Also bei der normalen Programmierung steht der Algorithmus im Vordergrund und in dem Template steht die Textausgabe im Vordergrund. Ja, jetzt haben wir den Anwendungsfall für den Protokollgenerator, dass wir Quellcode generieren wollen. Dann haben wir uns gedacht, nehmen wir doch so ein Template-System und generieren damit unseren Quellcode. Das sieht dann so aus, weil wir einfach mal, also wir haben einen komplexen Baum, in dem Fall eine Struktur. Dort gehen wir jedes Feld durch und so weiter. Das sind verschachtelte Schleifen. Das ist jetzt hier das Liquid-Template, was mit diesem Prozentzeichen eingeleitet wird. Und wenn man ganz genau hinschaut, alles was so ein bisschen schwarz ist in diesem Syntax-Highlighting hier, das sind die eigentlichen Ausgaben. Also sozusagen der Quellcode überwiegt, der Algorithmus, der ermitteln will, was rauskommt. Deswegen ist das Template eigentlich ziemlich ungeeignet. Man erkennt nicht mehr wirklich, wo ist hier Quellcode, der rauskommt und was ist eigentlich mein Code, den ich ausführen will. Daher ist die Idee geboren für das Twofold. Wir wollen das Beste aus beiden Welten. Also wir wollen auf der einen Seite einfach Skript ausführen können und auf der anderen Seite einfach Textausgabe haben. So, wie machen wir das? Also wenn wir sagen, wir wollen ein Skript primär, also nehmen wir ein Skript. Und wir haben vier Ergänzungen, die leicht aufzuzählen sind. Also wir wollen natürlich irgendwie Text ausgeben können. Deswegen haben wir hier ein Backslash. Das sagt einfach, gib einen Text aus, mach aber am Ende keinen Zeilenumbruch. Eine Pipe, gib Text aus, was dahinter steht. Mach einen Zeilenumbruch danach und dann haben wir noch ein bisschen Kontrollstatements, um die Einrückung zu kontrollieren und andere Dateien zu finden. Und das Ganze zielt darauf ab, dass wir eine visuelle Trennung erreichen zwischen dem Skript und dem normalen Skriptcode. Zwischen der Ausgabe und dem Skriptcode, genau. Hier ist mal dasselbe Beispiel von vor uns in Twofold. Alles, was jetzt schwarz ist, schön mit Syntax-Highlighting, ist JavaScript. Und immer, wo diese Pipe am Anfang der Zeile steht, das sind die Ausgaben. Und wenn man sich so ein bisschen schmult, dann bilden diese roten Striche praktisch eine Buchseite. Und das ist deswegen auch der Name Twofold,
Sie haben auf der Endseite links ist das Skript, was ausgeführt wird, um ja, zu berechnen, was auf der anderen Seite ausgegeben werden soll. So. Und das Ganze wird dann noch interessanter, wenn wir Quelltext generieren wollen, ist natürlich die Einrückung ganz wichtig. Also Sprachen wie Python leben davon, dass es richtig eingerückt ist. Und auch in anderen Sprachen ist es total blöd, wenn der Generator am Ende Quelltext ausspuckt, der nicht richtig eingerückt ist. So, hier mal ein ganz einfaches Beispiel. Wir haben eine Funktion geschrieben, das ist eine, wieder JavaScript-Syntax, Greeter, die bekommt einen Namen und soll diese Überschrift im HTML ausgeben, hello, den Namen. Wie man sieht, ist am Anfang zwei Zeichen eingerückt und wenn wir den Aufruf, was mit diesem Gleichzeichen passiert, auch nochmal zwei Zeichen einrücken, dann ist das Ergebnis am Ende vier Zeichen eingerückt. Und das ist der Trick, wie wir praktisch den Kontext für die Einrückung weitergeben können. Also wenn man sich eine Funktion schreibt, die zum Beispiel eine Implementierung in C++ von einer Funktion definiert, für die Ausgabe, dann ist natürlich davon abhängig, wie weit bin ich eingerückt. Also drücke ich meinen Namespaces zum Beispiel ein oder in der Klasse drücke ich vier Zeichen ein, zwei Zeichen ein und die gesamte Funktion wird dann um entsprechende Einrückung weitergerückt. Es hat sich herausgestellt, ist sehr praktisch, funktioniert super, um Quelltext zu beschreiben. Einen Aspekt will ich dann auch noch erwähnen, der für das Scripting dann am Ende wichtig ist, Source Maps. Also wenn ich Quelltext generiere aus irgendwelchen Quelldaten, ist es immer gut, wenn man irgendwie eine Beziehung dazwischen herstellen kann. Das eine ist natürlich, wir haben diese Toolfold-Eingabe, also die Templates, und daraus wird JavaScript generiert. Und dazwischen kann man eine Source Map bauen. Also was ist aus der Eingabe am Ende für JavaScript-Code entstanden. Und natürlich kann man am Ende auch eine Source Map bauen zwischen dem Eingabetemplates und dem Resultat. Das haben wir so weit gesetzt, dass wir haben so eine interne IDE gebaut. Da kann man auf der Ausgabe Rechtsklick machen und sieht dann, welcher Aufrufstack hat dazu geführt, dass dieses Zeichen unter dem Cursor gebaut wurde. Und kann in dem Fall, wenn man Fehler hat oder so, ganz schnell gucken, wo kommt das her im Template. Gut, so viel erstmal zur Einführung. Gibt es da erstmal Fragen zu Twofold? Dann ist natürlich die große Frage, die ich mir dann stelle, okay, wie implementieren wir das? Sind Sie der Erfinder von Twofold? Es ist nie eine Idee von einem Einzelnen, sondern es ist immer von mehreren Leuten eine Idee. Aber ich habe ein Stück weit natürlich Input gegeben, wie viele andere auch. Und letztlich ist natürlich auch die Implementierung, habe ich nicht selber gemacht, sondern von Mitarbeitern. Der Chef sozusagen, der Koordinator des Projektes, hat ja immer das Projekt. Es gibt keinen Sprecher vom Projekt, sondern die Firma ist praktisch die das Projekt initiieren. Also es wird alles beschlossen und natürlich muss irgendjemand das Geld freigeben, um das zu machen. Das bin dann letztlich ich, oder ich bin damit beteiligt, wie ein Nebenprozess, aber letztlich ist es immer eine Gemeinschaftsentwicklung. Also wenn man sich zu Hause hinsetzt und was alleine macht, dann ist immer die große Gefahr, wer braucht das? Also am Ende gibt es vielleicht nur einen User und der sitzt da und schreibt das gerade. Genau, also der erste Versuch, den wir zuerst implementiert haben für das Twofold, ist mit Qt, weil wir machen ganz viel Qt. Und dort gibt es das Qt-Skript. Dummerweise ist das jetzt auch schon deprecated worden in der 5.5 und in der 5.6 wird es noch drin sein, aber wie lange, weiß man nicht. Wollte ich nur sagen, nicht, dass dann jemand losrennt und das alles so implementiert und sich dann wundert. Wie wird es gemacht? Also, oder verwendet im C++-Quellcode? Ist an sich ganz einfach. Wir haben eine Q-Script-Engine, die instanzieren wir. Und dann rufen wir das auf und sagen, führ diesen JavaScript-Code aus. Und jetzt brauchen wir natürlich noch ein bisschen mehr. Wir müssen irgendwie den Input dort reingeben. Das habe ich ja mal in den Input-Variablen. Dort können wir uns das Global Object holen, was letztlich im JavaScript dann das globale Objekt darstellt. Und können dort drauf Properties setzen. Und hier sieht man schon, man muss jeden einzelnen Wert in dieses ToScript-Value umwandeln. Zusätzlich brauchen wir dann noch ein weiteres Property, und das ist unsere API, die am Ende nach der Evaluierung die Ergebnisse enthält. Also das JavaScript interagiert mit dieser API und als Nebenwirkung davon entsteht die Ausgabe.
also die Source Maps und auch der Quelltext. Wie sieht die API grob aus? Da sieht man dann, wie man in JavaScript jetzt Funktionen einbindet. Also wir brauchen ein Q-Object. Privat hält es natürlich diesen State, der diese Nebenwirkung darstellt. Wir brauchen natürlich eine Funktion, die uns am Ende die Source Map und den Quelltext ausgibt, den das Template generiert hat. Und die Funktion, die das JavaScript aufrufen kann, definieren wir einfach so. Das müssen Slots sein, was dazu führt, dass der Mock-Compiler von Qt drüber geht und dafür die entsprechenden Stubs baut. Und das reicht aus, um am Ende über JavaScript diese Funktion aufrufen zu können. Ja, das funktioniert erstmal so ganz einfach. Also ich denke, der Quelltext ist auch relativ einfach handelbar. Das Ergebnis ist dann relativ schlechte Performance. Was heißt das? Wenn wir ein ordentliches Protokoll generieren, einen Protokollgenerator, dann dauert das so 1,5 Sekunden. Also es ist noch machbar, aber wenn man das jetzt wirklich in einen Server auslagern will, dann ist das schon mal ein Bottleneck, wenn da jeder, der ein Protokoll generiert, erstmal 1,5 Sekunden den Kern blockiert. Wir haben das ein bisschen analysiert und das Hauptproblem sind die Typkonvertierungen. Das haben wir schon gesehen beim Eingeben der Werte. Es gibt eine Typkonvertierung. Qt nimmt es dann zwar ab mit dem Mock-Compiler, aber diese Typkonvertierung gibt es natürlich trotzdem. Und also wir haben das analysiert, wir haben einfach die API reduziert, sodass halt keine Typkonvertierungen mehr auftreten, indem wir halt diese JavaScript-Typen dort verlangen. Und das Ganze läuft ungleich schneller. Aber letztlich, wir brauchen ja die Daten, die da drin stecken, in irgendeiner Form, wie das handelbar ist. Und diese JavaScript-Typen sind für C++ nicht greifbar. Also daher die nächste Idee. Wir implementieren in C++ ein Skript, was näher daran ist und diese Typkonvertierung verhindert. Ich habe da ein bisschen umgeschaut und was ich gefunden habe, ist dieses Chive-Skript. Das ist ein Projekt von dem Jason Turner, nennt sich Lefticus bei GitHub. Es gibt eine eigene Website dafür. Es ist auch nicht irgendwie eine Entwicklung der letzten Monate, sondern wird seit 2009 gab es die 1.0.0 und aktuell ist die 5.7.1. Also ist sehr aktiv entwickelt, weil als Nebenprodukt von dieser Script-Engine fallen sehr viele Erkenntnisse über C++ und Template-Programmierung an. Und der spricht auch, glaube ich, regelmäßig auf CPP-Con und anderen Konferenzen. Meistens nicht über das Chive-Skript an sich, sondern über Zusammenhänge. Zum Beispiel hat er jetzt zuletzt einen Blogartikel veröffentlicht, dass das Make-Shared unter Umständen das Programm langsamer machen kann. Obwohl man ja normalerweise davon ausgeht, der Referenz-Counter wird in demselben Allokierung angelegt wie das eigentliche Objekt, müsste ja dann schneller sein. Also eine Allokation gegen zwei. In der Praxis ist es aber nicht so, wenn man ganz viele Typen hat. Und das entsteht zum Beispiel bei so einer Script-Engine. Das sehen wir dann noch. Ja, was sind so die Eigenschaften, die dort hervorgehoben werden? Das, was wir suchen, ist genau, das Chive-Skript arbeitet mit den C++-Typen. Es gibt keine Diskrepanz, dass das Skript irgendwie mit einem anderen Typsystem arbeitet. Und es kann auch alle Typsemantiken abbilden. Trotzdem ist es natürlich dynamisch getypt. Also der Skriptautor kümmert sich nicht darum, welchen Typ hat die Variable. Das funktioniert aber letztlich auf dem ähnlichen Niveau, wie Autor funktioniert. Also wenn ein Compiler mit Autor die Variablen zuweisen kann, funktioniert das im Skript genauso. Praktisch jede Variable in dem Skript ist wie ein Shared Pointer implementiert. Das heißt, es gibt auch keine Garbage Collection, sondern dieser Shared Pointer macht ein Referenz-Counting und wenn niemand mehr drauf zeigt, ist es weg. Also muss man wissen, aber letztlich sind wir das ja gewöhnt in C++, insofern funktioniert das ganz gut. Auch ein wichtiger Punkt, das zum Beispiel von anderen Skriptsprachen abhebt, Ruby oder Lua matchen alle Funktionen nur über Namen. Also die sind praktisch nur Hashmaps und in dem Moment, wo der Name aufgerufen wird, kennt er die Funktion, die aufgerufen wird. Das heißt, sowas wie Auswertung der Parametertypen muss man dann in C++ nochmal aufwendig nachprogrammieren. Das ist bei ChiveScript nicht so. ChiveScript kann mit verschiedenen Typüberladungen klarkommen. Also wenn eine Funktion aufgerufen werden soll, guckt er sich die Parametertypen an und ruft die Funktion auf, die den am besten matcht. Also so grob wird der C++-Algorithmus nachimplementiert, der die beste Funktion dafür findet. Und was er auch macht, ist Typkonvertierung.
was viele Skriptsprachen eben auch nicht machen, was die einfach diesen Funktionen letztlich überlassen. Wenn wir einen Double haben und einen Int und addieren die, dann macht C++ normalerweise ein Double draus. Implizit wurde der zweite Int in den Double konvertiert. Das kann JavaScript auch, wenn man dem anbietet, du kannst Typen konvertieren. Wenn es zum Beispiel Konstruktoren gibt in C++, die das können, dann übernimmt das JavaScript und probiert auch die Funktionen mit konvertierten aus, Typen aus. Und ein Feature, worauf der Autor sehr stolz ist, ist ganze ThreadSafe. Also man kann JavaScript auch für multithreaded Anwendungen verwenden. In der Praxis ist es aber so, dass es unter verschiedenen Betriebssystemen verschieden gut läuft. Also unter Windows eher nicht so gut. Unter Linux hat das keinen weiteren Performance-Impact. Man kann es einfach eingeschaltet lassen. Unter Windows ist es per Default abgeschaltet, weil es funktioniert nicht so gut. Also einfach die ThreadSafe Storage, die benutzt werden intern, sind zu langsam. Gut. Soweit erstmal die Einführung dazu. Wie sieht jetzt die Verwendung aus? Einfach dasselbe Beispiel wie von vor uns. Statt der QScript-Engine haben wir jetzt das JavaScript. Wir instanzieren das und können mit Evil am Ende das Skript ausführen. Die Parameter oder die Inputs dort reinzugeben, läuft ähnlich. Wir brauchen aber auch kein Global-Objekt. Wir haben direkt eine Funktion addGlobal, wo wir den Key einen Wert geben. Und man sieht schon, man muss hier keine Typkonvertierungen machen. Der übernimmt einfach die Typen, wie sie sind. Intern macht er natürlich Typkonvertierungen, das zeige ich dann noch ein bisschen, aber die ist bei weitem nicht so aufwendig wie bei JavaScript. Und er konvertiert auch nicht wirklich die Typen, sondern er erzeugt im Prinzip nur Klassen. Um in unsere API dort reinzubekommen, ist es natürlich ein bisschen aufwendiger. Bei Qt hat man diesen Mock-Compiler, der hat uns viel Arbeit abgenommen. Das müssen wir bei JavaScript ein bisschen auf die Sprünge helfen. Es funktioniert ja so, wir instanzieren unsere API und diese API stellt eine Funktion bereit, das Modul zu generieren. Und dieses Modul fügen wir dem JavaScript hinzu und machen damit diese Klasse bekannt. Also dieses Modul enthält letztlich eine Beschreibung, wie diese Klasse funktioniert. Und danach können wir die dem JavaScript zur Verfügung stellen. Und am Ende funktioniert es genauso. Nachdem das Skript ausgeführt wurde, enthält unsere API die Ergebnisse. Die API-Klasse sieht es natürlich so aus, dass es kein Q-Object mehr sein muss. Sie hält natürlich immer noch ihren State und die Implementierung. Wir brauchen wieder eine Build-Funktion, wie vor uns auch. Unsere Funktionen, die durch Skript aufgerufen werden können, sind einfache Funktionen in der Klasse. Und der Aufwand, der jetzt natürlich noch übrig bleibt, ist diese Modulfunktion. Dort müssen wir so einen Shared-Pointer auf diese JavaScript-Modul generieren. Die Implementierung der Funktion sieht dann so aus, also eine abgekürzte Form davon. Wir instanzieren so ein Modul und benutzen dann danach so eine Utility-Klasse, um eine Utility-Funktion, um die gesamte Klasse zu registrieren. Also wir geben den Typ der Klasse, das Modul, in dem es gespeichert werden soll, den Namen. Danach kommt eine leere Liste in dem Fall von Konstruktoren und unten kommt hier die Liste der Funktionen in der Klasse. Jeweils müssen wir den Funktionspointer übergeben und den Namen der Funktion. Also es ist relativ einfach. Man muss jetzt nicht angeben, zum Beispiel, welche Parameter bekommen die Funktionen oder so. Das macht er alles per Template, Metaprogrammierung, kriegt er selber raus. Man muss nur die Member-Funktionen dort irgendwie angeben. Gut, ja, jetzt, wie sieht es dann aus mit der Performance? Im Moment habe ich nur synthetische Benchmarks gemacht, also ich habe kein konkretes Protokoll damit generiert, weil natürlich das Skript ein bisschen anders funktioniert als JavaScript und wir können nicht mal eben unser ganzes System umstellen. Aber die synthetischen Benchmarks versprechen im Moment, dass es 25% schneller läuft. Und der Bonus dabei ist, es ist alles noch weiter optimierbar. Also die Implementierung ist nicht so, dass es jetzt schon ausoptimiert wäre, dass da mit JIT und allem Kanonen schon geschossen wurde, sondern das ist eine ganz einfache Implementierung im Moment, wo noch viel rausholbar ist. Ja, ist natürlich nicht alles Sonnenschein, aber es gibt ein paar Probleme. Das erste Problem ist die Compile-Time, da das alles sehr C++-Metaprogrammierung ist, lastig ist. Ja,
steigt natürlich die Compile-Time. Das wird insbesondere dadurch bedingt, dass es eine große Standardbibliothek in JavaScript gibt. Weil das JavaScript selber enthält eigentlich nichts weiter. Also es führt wirklich nur Funktionen aus. Und jede Addition auf Zahlen muss über eine Funktion abgebildet werden. Und natürlich muss die irgendwo liegen, weil das wird am Anfang alles initialisiert von dem Skript und danach steht es zur Verfügung, weil das Skript weiß ja noch nicht, was am Ende ausgeführt wird. Also man kann nicht Dead Code Elimination machen und alles weglassen, was man nicht braucht, sondern alles, was in dem Skript registriert ist, ist am Ende auch in der Executable drin. Also die Executable von meinem synthetischen Test ist jetzt ungefähr 1,9 Megabyte groß. Wenn man das mit Qt vergleicht, ist das schon sehr human, weil da fallen irgendwie 50 MB Qt weg, die man nicht braucht. Ja, dann das von C++ geerbte Problem, natürlich das Unicode-Handling. Also C++ selber enthält keine Möglichkeit, mit Unicode richtig umzugehen. Demzufolge kann das JavaScript von Haus aus nicht. Es ist natürlich einfach, UCI oder andere Bibliotheken mit einzubinden, um genau diese Funktionalität nachzurüsten. Aber von Haus aus fehlt es erstmal. Gut, soweit erstmal klar, was JavaScript ist. Fragen dazu? Klingt vulgär, wenn man es ausspricht. Ja, das kannst du ja dem Autor rückmelden, dass es deinem Geschmack nicht entspricht, aber ich glaube, der ändert das jetzt nicht mehr. Zur Anmerkung, du hast jetzt erst gesagt, dass es gut ist, der Fall ist die 50 Megabyte von Qt weg. Dummerweise gibt es Unicode-Handling nicht mehr. Die Sache ist, der Großteil von den 50 Megabyte von Qt sind das Unicode-Handling. Ja, was ist jetzt die Frage? Ja, es sind genau genommen eigentlich nur 30 MB von den 50, das Unicode-Handling. Insofern ist es immer noch gut. Und der andere Punkt ist, normalerweise braucht man diese 30 MB nicht. Also das liegt ja daran, dass Qt das Unicode-Handling als dynamisch ladbare Bibliothek bereitstellt. Wenn man das statisch linken würde, würde man einen Großteil davon weglassen können. Und es ist auch so, wenn man Qt auf Windows baut, kann man diese ganze UCI-Bibliothek weglassen und nur die Betriebssystem-APIs verwenden, dann spart man sich auch diese 30 MB. Dann gibt es aber nur so eine Basisfunktionalität, die eben Windows selbst bereitstellt. Und auf Linux ist es sowieso so, dass diese Unicode-Handling-Bibliothek installiert ist im System, deswegen fällt es auch nicht ins Gewicht. Also ist ja rum wie numm. Schade ist halt einfach, dass C++ von Haus aus nicht mal eine Basisfunktionalität bereitstellt, die zumindest mal plattformübergreifend funktioniert. Also wir haben zwar 16-Bit-Characters und so ein Zeug, aber ist es halt noch nicht richtig. Und wie sieht es bei Mac aus? Wie bei Linux. Nehme ich mal an. Keine Ahnung. Okay, jetzt würde ich nochmal dahin gehen, wie man so eine Skriptsprache mit C++-Unterstützung programmieren kann. Also wir bauen jetzt einfach ein Skript. Zunächst müssen wir uns mal dafür überlegen, was sind denn die Bestandteile. Habe ich vorhin schon mal kurz umrissen. Zunächst mal ist natürlich, wir müssen den Skripttext irgendwie parsen. Irgendwie ein AST draus bauen, irgendwas, was wir am Ende verwerten können. Dann brauchen wir eine Möglichkeit, C++-Funktionen registrieren zu können. Wir müssen natürlich, um damit auch arbeiten zu können, irgendwie diese dynamischen Variablen speichern können. Also wir brauchen irgendeinen Storage-Mechanismus dafür. Und letztlich bräuchten wir noch irgendwas, um die Funktionen, die wir registriert haben, und die Variablen zusammenzuführen, um Funktionsaufrufe durchführen zu können. Ja, ich werde jetzt nicht alles vorstellen, sondern nur die dynamisch getypten Variablen. Wie kann man sowas bauen, ganz grob? Zunächst mal brauchen wir eine Klasse. Ich nenne die einfach Boxed. Die soll praktisch den Variableninhalt boxen und nach außen einen Typ bereitstellen. Wir brauchen irgendeinen Konstruktor. Der ist natürlich erstmal ein Template-Typ oder ein Template-Konstruktor. Weil für jeden Typen wollen wir den in die Box packen können. Und dann haben wir das. Implementierung ist im einfachsten Fall einfach nur, wir machen daraus einen Pointer auf so einen Any-Typen. Dieser Any-Typ hat eine Basisklasse, damit können wir den konvertieren. Wir brauchen noch eine weitere bisschen API, also wir wollen natürlich irgendwann das wieder rausholen können.
was wir da mal reingepackt haben. Und jetzt natürlich das Spannende, wir können ja nur das rausholen, was wir mal reingepackt haben. Müssen wir noch rauskriegen können, ist es überhaupt das, was wir raussuchen? Also bräuchte man zumindest mal noch eine Abfrage-API, ist der Typ, der in der Box steckt. In Praxis braucht man noch eine ganze Handvoll mehr Funktionen, wo man auch die Typen noch ein bisschen besser abfragen kann. Also wenn man so eine Typkonvertierung machen will, wie JavaScript, da braucht man noch ein bisschen mehr Logik dahinter. Aber jetzt soll es erstmal ausrechnen, was wir machen wollen. Also wir haben einen Any-Basis-Typen und wir speichern letztlich einen Pointer auf diesen Typen in der Box. Soweit erstmal so klar, hoffe ich. Der Basistyp, wie sieht der aus? Ich habe da jetzt auch mal fast alle Funktionen weggelassen. Nur zwei Funktionen. Wir brauchen irgendeine Möglichkeit, um an die Daten wieder ranzukommen. Da der den Typ ja nicht kennt, kann er nur einen Void-Pointer zurückgeben. Und wir brauchen irgendeine Funktion vielleicht, um den Inhalt zu kopieren, also um eine zweite Instanz davon zu generieren. Das sind einfach abstrakte virtuelle Funktionen. Sollte erstmal für diese einfache Implementierung ausreichen. Gut. Dann können wir diesen Any-Typen implementieren. Der Any-Typ leitet natürlich von dem Any-Base ab und ist selber ein Template. Also für jeden Typen, den wir irgendwo speichern wollen mit diesem Any, muss man einen neuen Typen anlegen. Gut. Der Constructor ist wieder denkbar einfach. Also wir kriegen den Wert von T, speichern den. Die Data-Funktion, die API, implementieren wir einfach, indem wir einen Void-Pointer zurückgeben. Ich würde hier auch nicht den C-Style-Cast verwenden, aber der Einfachheit halber passt es so besser auf die Folie. Ist einfach nicht so lang. Und beim Klonen nutzen wir einfach wieder Make-Shared und klonen das ganze Ding und geben einen Shared-Pointer auf das Any-Base wieder zurück. Ja, und speichern tun wir einfach diesen Typen. Gut. Das war es erstmal grob für den Überblick. Also man sieht, es ist nicht irgendwie groß Rocket Science, was dahinter steckt. Interessant wird das Ganze, wenn man jetzt angefangen würde, die ganzen Typkonvertierungen dort aufzunehmen. Weil wir dann ein Handling für Const bräuchten, für diverse andere Tags, die an den Typen dran stehen. Wir müssten die irgendwie uns merken, dass der Typ mal Const war, weil eine Variable, die in C++ Const war, wollen wir vielleicht nicht als Const speichern, weil wir für die Typkonvertierung einfach das anders machen wollen. Aber wenn wir Änderungen vornehmen wollen, dann sollte das auch nicht funktionieren. Also wenn wir Schreiboperationen drauf durchführen auf einer Const, sollte das nicht klappen. Also wir müssen sozusagen ein bisschen Typ-Reflection machen vorher. Und genau dort entsteht dieses Problem mit dem Make-Shared, dass dort dann ja unendlich viele Objekte angelegt werden würden, die alle wieder auf diesen Any-Base zurückcasten. Und da hat der Jason Turner herausgefunden, dass das eine schlechte Idee ist. Und deswegen hat er ein neues Make-Shared gebaut, was auch den Basistypen noch mit als Template-Argument bekommt und darüber den Aufwand reduzieren kann. Gut, also die nächsten Schritte wären, diese Typkonvertierung anzugehen. Ich habe das auch schon gemacht, wer sich das anschauen will, kann ich gerne noch ein bisschen was zeigen, aber ich habe es nicht geschafft, das in Folien zu gießen. Also es wird dann schon schnell aufwendig. Und natürlich der ganze Rest, also alles, was wir jetzt noch nicht implementiert haben. Gerade das Funktionsaufruf-Matching ist ein sehr heikles Thema, weil ja, je nachdem, wie man es implementiert, hat es bestimmte Vor- und Nachteile und dass es ideal funktioniert, ist relativ ausgeschlossen. Also man hat immer irgendwie ein Problem, entweder man sucht zu viele Funktionen oder ja, es dauert einfach zu lange. Also das war jetzt bitte das Gleiche, aber ja. Ein Problem in JavaScript ist zum Beispiel, dass der für dieses Funktionsmatching es so gebaut hat, dass er erstmal guckt, ob er überhaupt eine Funktion findet, die passt vom Namen. Danach hat er eine Liste. Und für diese Liste an Funktionen, die dann zur Verfügung stehen, versucht er dann mit diversen Methoden, Upcasts, Downcasts, irgendwie die Parameter so hinzubiegen, dass das matcht. Dummerweise hat er das so gebaut, dass er bei jedem Versuch, er macht da drei Schritte, immer mit einer Exception rausgeht, wenn es nicht klappt. Und das ist zum Beispiel unter Windows ein sehr großes Problem, weil das gefühlt oder gemessen sogar 2000 Mal langsamer ist, eine Funktion mit einer Exception zu verlassen, als einfach Return aufzurufen. Und er hat es jetzt so weit optimiert, dass im Normalfall es keine Exception mehr gibt.
Aber ja, das ist natürlich dann auch Aufwand dahinter. Also er cached einfach, welche Funktionen oder welches, genau, welche Konvertierungsfolge am Anfang gematcht hat. Und wenn beim nächsten Mal dieselbe Funktion an derselben Stelle aufgerufen wird, dann ist sehr wahrscheinlich, dass dieselben Typen übergeben wurden und damit auch dieselbe Typkonvertierung zum guten Ergebnis führt. Ja, weiterführend, bei GitHub gibt es Twofold, die Qt-Implementierung. Es gibt auch die JavaScript, also JavaScript an sich, und auch die Twofold JavaScript-Implementierung. Wer damit rumspielen will, gerne eingeladen. Ansonsten bin ich jetzt erstmal offen für Fragen. Ja? Diese ganze Sache mit der Typkonvertierung am Ende, ist das das, was man wirklich machen muss, um überhaupt das JavaScript zum Laufen zu bringen? Oder ist das die Implementierung vom JavaScript? Das ist die Implementierung. Also, genau. Es ging jetzt nur darum, ein bisschen sozusagen zu inspizieren, was ist der Hintergrund? Also, was macht JavaScript anders als eine andere Skriptsprache? Was sind die Trails, die man dabei bekommt? Und ja. Selbst hat er aber noch einen Interpreter da drin. Ja, das ist ja der Interpreter. Also, das funktioniert jetzt so: der nimmt das Skript, was reinkommt, parst das, da kommt ein grober AST raus. Ach so, ja. Und letztlich der AST macht dann sowas wie, ich registriere eine Funktion oder ich registriere eine Klasse, wenn man halt in dem Skript eine neue Klasse schreibt. Und für die Ausführung von Funktionen ist dann letztlich einfach nur eine Abfolge von Funktionsaufrufen. Also, und für jeden Funktionsaufruf, den der versucht in C++ auszuführen, macht er natürlich dann diese ganze Hierarchie. Also wenn man dort reinschreibt, A gleich B plus 1, wenn man erst B plus 1, ein Funktionsaufruf, der Zuweisung noch ein Funktionsaufruf, und so weiter. Wobei das mit der Zuweisung ist, glaube ich, schon optimiert. Also der geht auch nochmal über seinen AST drüber und versucht dort ein Stück weit das zu minimieren an Aufwand. Ich finde das total krass, weil ich bin nicht sehr bewandert in C++. Das ist sehr beeindruckend. Und wofür benutzt ihr das? Also im Moment gerade für Für die Auswertung der Templates, genau. Und das Ganze wird dafür benutzt, um halt Quelltext zu generieren. Und der Quelltext wird generiert, um Protokolle zu vereinfachen. Das Protler-Projekt, was wir schon mal vor einem halben Jahr, glaube ich, hier vorgestellt haben. Ja, noch mehr Fragen? Mal dann zurückgefragt, habt ihr irgendwo einen Anwendungsfall, wo ihr Skriptsprachen einsetzt aus C++ heraus, oder macht das niemand? Noch nicht. Warum nicht? Oder was? Jetzt Twofold selber ist ja kein Skript, also das Scheißskript ist das Skript. Ja. Ja, also das Scheißskript geht echt super, um so einfache Sachen skriptbar zu machen. Und der große Vorteil ist eben, dass man wirklich, was ich, wenn man ein Spiel implementiert oder so, seine ganzen Game-Klassen in dem Skript rausgeben kann. Und wenn irgendwie man feststellt im Skript, das ist zu langsam, was man hingeschrieben hat, dann geht man einfach in C++, schreibt eine Funktion, exportiert die und das ist sozusagen transparent. Also auf der Ebene des JavaScripts, also wenn man das Skript schreibt, ist dann egal, wo das herkommt, ob das eine Skriptfunktion ist, ob das eine Skriptklasse ist oder ob das eine C++-Klasse ist. Fühlt sich alles gleich an. Aber ich weiß nicht, ob schon jemand wirklich große Projekte damit gebaut hat. Aber gab es vorher noch nicht, oder? So. Na doch, seit 2009 gibt es ja. Also man muss dazu sagen, es ist natürlich mit den Fortschreiten von C++11 und jetzt 14 auch nochmal massiv besser geworden, sage ich mal. Ist natürlich auch ein bisschen, wenn man den Quelltext studieren will, dort nachteilig, dass der eben natürlich schon länger existiert und damit natürlich kompatibel bleibt zu dem alten C++. Also er hat, glaube ich, jetzt C++11 als Standard festgeschrieben. Und soweit ich weiß, ist immer sein Bottleneck natürlich der Microsoft-Compiler. Alles, was der kann, wird natürlich benutzt. Weil GCC und Clang
bauen auch alles. Und der Jason Turner ist auch ziemlich krass unterwegs. Er hat erstmal für seine Projekte noch ein eigenes CI-System geschrieben, was auf Windows, Mac und Linux funktioniert. Och, gut, Respekt dafür. Und mit GitHub integriert. Also man kann es eben nur verwenden, wenn man GitHub benutzt. Aber ansonsten. Ja. Ist das Open Source? Weil du das erste. Genau. Also. Das Twofold. Arbeitest du mit dem Entwickler von ChaiScript zusammen? Ich habe natürlich mit dem kommuniziert, ja. Und ich habe ihm auch meine Benchmarks gegeben. Also es ist sogar so, dass die Benchmarks immer im Travis ausgeführt werden, sodass ich halt bei jedem Commit dann auch sehen kann, wie performt das jetzt. Und wo ich angefangen habe damit im Frühjahr, also wo wir das Twofold erstmals gebaut haben, da haben wir natürlich dann schnell festgestellt, okay, das mit dem Qt-Skript ist nicht so ideal, performance-technisch. Dazu kommt der Nachteil, dass es deprecated wurde und damit klar war, wir können das nicht unendlich lange so machen. Wir brauchen irgendeine Alternative. Und da habe ich das mit dem ChaiScript gefunden, fand das cool, habe das damit implementiert. So erstmal als Prototypen. Und dann festgestellt, oh, das ist nicht so toll. Habe dann mit dem kommuniziert und der hat in der Zwischenzeit diese 25%. Also vorher war es ungefähr Faktor 5 langsamer als das JavaScript. Jetzt ist es 25% schneller, ist schon mal eine gute Leistung. Ich und daran, dass das so einfach ist. Also ich würde es nicht einfach nennen, aber ja. Also diese Grundlagen, was ich gezeigt habe, der Teil, den ich gemacht habe, ist einfach. Das Problem ist, er hat es komplizierter gemacht. Deswegen war ich dann auch schon mal dabei zu sagen, okay, wenn das eigentlich sozusagen von der Theorie her so einfach ist, wie es mir jetzt auch erscheint, müsste man das doch selber machen können. Und dafür habe ich halt diesen Box-Type schon mal implementiert. Ich habe auch Typ-Konvertierungen schon implementiert. Aber also wenn jemand Bock hat, können wir gerne daran weiterschreiben. Ich habe jetzt aber auch nicht die Zeit da sozusagen, das selber so massiv weiterzuentwickeln. Also ich habe versucht, an dem JavaScript zu optimieren, bin da aber auch nicht wirklich vorwärts gekommen. Also weil wahrscheinlich muss man zum Optimieren erstmal einen Profiler nehmen und nicht irgendwie, hey, der Code sieht eklig aus, ich will das anders machen. Ja. Ja, deswegen halt alle 2 Wochen Dresden Weekly. Das ist halt einmal ein Termin, einen Abend, kriegt man vielleicht hin. Und wir machen verschiedene interessante Sachen da, ist jetzt nie irgendwie festgelegt auf bestimmte Projekte. Wir haben aktuell mit Elixir das, wie ist das? Etherpad Lite, die Surfer-Komponente nachgebaut. Ist auch sehr interessant, halt, um Elixir zu lernen und auch hier die Erlang-Grundlagen mit den verschiedenen Supervisoren und Servern und Websockets. Also war sehr interessant. Aktuell sind wir gerade dabei, diesen blöden Algorithmus zu implementieren, der, wenn zwei gleichzeitig editieren, irgendwas ermitteln soll, was rauskommt. Also der Stub steht, der Test schlägt fehl, aber wir müssen es noch implementieren. Okay, sonst noch Fragen? Ich habe jetzt in deinem Beispiel am Anfang gedacht, dass du nie gesehen, wo du jetzt quasi auf C++ Funktionalität zugreifst, außer den Textausgaben quasi. Kannst du die noch mal zeigen? Ich weiß jetzt nicht genau, welche Stelle du meinst. Die Skript, du hattest angefangen mit den Skriptbeispielen für Code-Generierung. So verschachtelte Schleife und so. Dieses Jahr. Hm? Du willst jetzt daraus Sinn machen, oder? Nee. So wie ich dich verstanden habe, ist das ja das, was das Skript, was du quasi schreiben willst. Du bist C++. Fast. Also sozusagen, das ist jetzt die JavaScript-Version. Ja. Im JavaScript sieht es ungefähr ähnlich aus. Also diesen. So, irgendeine Schleife habe ich auch da programmiert. Das Twofold ist jetzt natürlich noch drin. Twofold funktioniert, wie gesagt, so, das ersetzt diese Pipe am Anfang und alles, was da in diesen Doppelkreuzen steht und so. Das wird alles durch letztlich wieder Skriptcode ersetzt. Weil jetzt in meinem normalen Skriptcode arbeite ich natürlich nur in meinem Typen. Also ich habe ja irgendeinen Input in dem Twofold-Template gegeben und nur den will ich ja verarbeiten und will Output generieren. Das ist meine Sicht aus dem Nutzer. Und um das zu bewerkstelligen, haben wir halt diese Features bereitgestellt hier. Und die werden alle wieder in ein Skript umgewandelt, die diese Template-API benutzen.
Also diese erste Zeile hier, die wird natürlich hier erstmal ein paar Leerzeichen ausgeben, Komma, M Unterstrich. Um das auszugeben, muss ich natürlich meiner Template API die Funktion aufrufen, appende diesen String. Und das ist praktisch wieder ein Skript. Das sind jetzt nur die vier Funktionen, die du dann quasi überprüfst. Ja, ist natürlich gelogen, es sind ja fünf, weil dieses Doppelkreuz hier ist ja auch nochmal auszuwerten. Aber mehr ist es nicht, also die werden wirklich nur umgewandelt in das Skript und dann wird einfach das Skript ausgeführt. Und die Ausführung des Skripts schmeißt dann den Text raus für das, was ich raus haben will. Was? Ein Byte oder ein String zusammenfassen? Ja, das ist ja genau der Clou. Also ich will ja sozusagen das Beste aus beiden Welten. Also wenn ich jetzt hier hingehen würde und mir selber diese Bytes schreiben würde, dann würde ich ja in meinem Template hier nicht mehr sehen, was da eigentlich rauskommt. Also die Intention wird ja dann versteckt durch, ich muss hier ein Print und noch irgendwie ein Enterzeichen. Und dazu kommt natürlich noch, wenn ich hier die Source Map bauen will zu dem Template, die Temp-Parameter, die schreibt garantiert keiner da rein. Und die werden natürlich auch automatisch hier generiert dabei. Also es ist letztlich für diesen Append-Aufruf, sagt er nicht nur diesen Text ausgeben, sondern auch, wo der herkommt. Und das ist am Ende schon eine riesen Erleichterung, das so aufschreiben zu können, anstatt dort irgendwelche Write-Statements oder so einschreiben zu können. Also die Idee, diese Vorteile der Templates mit eigentlich nur Skript zu verbinden. Und die erste Erkenntnis war eben, dass letztlich dieser Skriptanteil bei uns viel höher ist, als was ausgegeben wird. Deswegen war die erste Erkenntnis, okay, eigentlich wollen wir Skript schreiben und nicht Templates. Das heißt, diese ganzen Klammern davor und am Ende, die lassen wir mal weg. Das ist sowieso nur Tipparbeit. Und jetzt bleibt natürlich dann übrig, wie machen wir die Ausgaben? Und die erste Idee war natürlich, okay, da rufen wir einfach eine Funktion auf und dann geht es. Aber das sieht nicht so hübsch aus. Deswegen die Twofold-Implementierung. Und das... Müsst du nochmal bitte erklären, wie das mit den Einrückungen funktioniert? Das hier. Also das war das andere Problem, was wir auch bei anderen Template-Sprachen immer hatten. Wie kriegst du es hin, dass der Code am Ende richtig eingerückt wird? Und es gibt in den Template-Sprachen manchmal Möglichkeiten, dass man irgendwie über spezielle Statements sagen kann, hier den ganzen, was jetzt kommt, um vier Zeichen einrücken. Aber das sieht man halt nicht. Also da schreibt man ja nur hin, ich will vier Zeichen einrücken. Und wir haben uns halt gedacht, man muss das am Ende sehen. Also dieser Teil... Oder davor, oder? Das ist ja jetzt im Prinzip nur ein zentraler Teil. Und den rufe ich ja von irgendwo auf. Also in dem Fall baut der, glaube ich, was baut denn der eigentlich? Ach genau, das sind irgendwie die Initialisierer von einer Klasse. Also sie werden hier irgendwie mit Komma alle hintereinander geschrieben, die Variablen. Und was ich im einfachsten Fall, ist halt Feldname, M-Feldname und dann runde Klammern. Also der erzeugt C++-Code, der Code hier. So, und diese ist ja nur eine Unterfunktion, die rufe ich ja irgendwo auf. Und beim Aufrufen will ich ja eigentlich die Einrückung bestimmen, wie das hier eingerückt wird. Also hier sage ich einfach nur, das ist einmal mehr eingerückt als der Aufruf. Achso, die Leerzeichen nach dem Pipe. Genau, die Leerzeichen nach dem Pipe sind immer die, die die Einrückung bestimmen. Und wenn ich die Funktion aufrufe, werden alle die Sachen nochmal um den Aufruf der Funktion eingerückt. Das ist der ganze Trick da dran. Und das führt dann eben dazu, dass hier die Funktion selber rückt um zwei Zeichen ein, der Aufruf rückt um zwei Zeichen ein, das heißt, die Ausgabe ist dann um vier Zeichen eingerückt. Ja. Nee, glaube ich nicht. Ich glaube, ich habe einfach... Genau, ich muss ja danach suchen, was wir auch in dem Liquid noch hatten.
Ich glaube, ich habe eigentlich den Liquid-Code genommen und habe den in unser Twofold umgebaut. Also kann sein, dass in der aktuellen Implementierung nicht mehr dieser Code enthalten ist. Also ist ziemlich wahrscheinlich sogar, weil sich zwischendurch auch diese Strukturverwaltung ein bisschen geändert hat. Also die wurde einfacher, um es mal zu formulieren. Ja. Also nochmal, was in der Wand ist, wo das Pipe genau steht? Oder nee. Könnte das auch irgendwie ganz am Anfang dazu? Genau, das ist ja der Trick. Also wo das Pipe steht, ist unrelevant. Es ist nur nach dem Pipe, das ist relevant. Genau. Also wir haben da auch eine ganze Weile gewürfelt, wie man das am blödsten macht. Aber das war sozusagen der Durchbruch zu sagen, die Einrückung kommt nur nach der Pipe und die akkumuliert über die Aufrufe. Ja. Was ist denn, wenn ich irgendwo im Code jetzt ein bitweises Odo brauche? Das ist kein Problem, weil die Pipe nur am Anfang der Zeile geparst wird. Und es ist ganz selten, dass... Wenn ich einen sehr langen Ausdruck habe, wo in der Mitte das bitweise Odo ist und ich muss das rumbrechen, das ist jetzt ganz von der Ja, dann ist Pech. Also in der Praxis hat man damit noch kein Problem. Also dass da irgendwo diese Sonderzeichen sind so gewählt, das sind zwar Operationszeichen aus dem JavaScript, aber wir hatten noch nie das Problem, dass wir damit einen Konflikt generiert hatten. Und dieses Doppelkreuz, wenn man ein Doppelkreuz ausgeben will, dann muss man das natürlich escapen. Also muss ein zweites Doppelkreuz davor machen und dann wird der Ausdruck abgebrochen. Und ja, initial dachte man, wir machen da irgendwelche Spezialdinger rein, um irgendwie zum Beispiel C++ Block-Kommentare schreiben zu können, also Slash, Stern und dann auf alle Zeilen immer schön Stern untereinander und am Ende wieder Stern, Slash. So dass es, wenn man das am Ende von der Funktion hat, der das auch dort alignt und nicht irgendwo. Und naja, wir haben aber festgestellt, das braucht man gar nicht und... Deswegen haben wir es bisher auch weggelassen. Also das Twofold ist so mit diesem Feature-Set eigentlich schon ziemlich cool und komplett. Und also wir haben da schon, keine Ahnung, bestimmt 20.000 Zeilen Template-Code geschrieben. Und der große Vorteil für die Programmierer war eben auch gegenüber einem Liquid-Template, dass diese Template-Sprachen haben nur einen ganz geringen Feature-Set. Also man kann ein bisschen schleifen und ein bisschen Spezial-Features, wie ich mit meiner Einrückung korrigieren oder... Ich kann sagen, ob am Ende des nächsten Ausdrucks ein Zeilenumbruch kommt oder sowas. Aber das war's dann. Bei dem Liquid kann man noch Filter definieren, die muss man aber in C++ schreiben. Und hier haben wir den kompletten Feature-Satz von JavaScript dabei. Also wir können einfach uns eigene Funktionen schreiben, wir können dort irgendwelche Closures benutzen und haben auf der String-JavaScript-Klasse gibt es schon irgendwie einen Haufen Funktionen, die auch teilweise im Liquid fehlen und wenn man, also wie die Regular Expressions, funktioniert alles. Das ist auch eine Nachimplementierung von dem Macher von JavaScript. Nee, das ist ja jetzt alles JavaScript erstmal. Also das originale Twofold, was wir verwenden, ist alles noch JavaScript. Das JavaScript selber haben wir jetzt dafür noch gar nicht eingesetzt. Das ist erstmal nur experimentell, deswegen gibt es ja auch keine realen Daten, sondern es ist erstmal nur synthetisch. Also derselbe synthetische Benchmark ist natürlich mit dem JavaScript durchgeführt worden und derselbe Benchmark mit dem JavaScript. Irgendwie ein kleines Template, was da irgendwie 10.000 Mal eine Ausgabe generiert mit nur ein bisschen Variablen-Substitution. Ich glaube, die Schleifen-Variable i wird mit ausgegeben und ja. Und am Ende einfach gemessen, wie lange dauert es. Habt ihr auch mal Lua Bind ausprobiert? Na, ich habe mir Lua angeschaut. Und wie gesagt, ein Nachteil von Lua ist, dass der nur Namen kennt. Also der Stub für eine Lua-Implementierung in C++ ist einfach eine Funktion, die einen Integer zurückgibt und diesen Lua-State bekommt, wo letztlich dann irgendwie auf dem Stack die Parameter bereit liegen. Da muss man gucken, wie viele Parameter sind das und jeden einzelnen Parameter sozusagen in seinen C++-Typen casten. Und wenn man das alles von Hand macht, dann... Genau. Ja, und dann bleibt immer noch der Nachteil, dass man eben jeden Funktionsnamen nur einmal exportieren kann. Und wenn man dort verschiedene Typen drin hat, kann Lua damit nichts anfangen. Also für ein paar Tests konnte ich das super einsetzen, um zum Beispiel
irgendwelche Q-Strings in Standard-Strings umzuwandeln, damit die eben mit den Standard-String-Methoden verarbeitet werden können in einem JavaScript. Und damit war diese Portierung sehr einfach machbar. Und auch um andere eigene Typen dort reinzubringen, ging das sofort problemlos. Wohingegen, wenn man das in andere Skriptsprachen portiert, hat man halt ein komplexeres Binding. Und ja, es ist am Ende immer noch komplexer, glaube ich, dieses ganze Binding und Typkonvertieren auszuführen mit dem Lua, was er trotzdem machen muss, als diesen C++-Implementierung von JavaScript. Ideal wäre natürlich, wenn irgendjemand sich mal hinsetzen würde und ein JIT für dieses JavaScript schreibt. Okay, noch weitere Fragen? Ja, dann noch das letzte. Nächste Treffen ist am 8. Oktober. Da stellt Jochen Topf sein, das Test-Framework Catch vor. Und wie man halt da am besten, oder seine Erfahrungen, wie man damit umgeht und arbeitet. Also wer es für Testen interessiert mit C++ im Oktober. Wobei aber irgendwie mit dem Termin noch ein Konflikt war, wenn ich das richtig entsinne. Also kann sein, dass es nochmal verschiebt. Gut. Noch weitere Fragen? Ansonsten probiert es einfach aus. Also Tuful, JavaScript, alles. Immer ausprobieren und dann berichten. Gut. Vielen Dank.